liebe Mönckebergerinnen und Mönckeberger, der Schulwald ist mal wieder in die Schlagzeilen geraten. Das Waldstück gehörte früher der Stadt Kiel und wurde dann vor einigen Jahren an einen Privatmann verkauft. Seitdem gibt es immer wieder Bestrebungen, das Wäldchen zu bebauen. Die SPD hat daraufhin den Vorschlag gemacht, das Waldstück in den neu aufzustellenden Bebauungsplan B19 mit aufzunehmen, um, so die Argumentation, den Wald dauerhaft zu sichern. Leider wird der Wald dadurch nicht sicherer. Es ist unsere tägliche, ja fast unser täglich Brot in der Gemeindevertretung, Bebauungspläne zu ändern oder aufzuheben. Das kann in Zukunft auch mit diesem Bebauungsplan jederzeit passieren. Das Waldstück ist im Flächennutzungsplan als Wald eingetragen und kann nur mit Zustimmung der Gemeindevertretung bebaut werden. Zusätzliche Planung kostet zusätzliches Geld. Geld, das wir als finanzschwache Gemeinde anderweitig besser einsetzen können. Deshalb haben wir zusammen mit der CDU gegen eine Aufnahme in den Bebauungsplan gestimmt. Unabhängig davon waren und sind wir gegen eine Bebauung des Wäldchens. Das steht auch in unserem Wahlprogramm.